So, meine Lieben, damit hallo und herzlich willkommen bei hoffentlich einem neuen Let's Play. Wir spielen bzw. testen erstmal Day of Dragons, die Beta-Version. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen länger in der Beta, aber finde ich gar nicht so schlimm, weil ich denke, es dauert auch geraume Zeit, diese verschiedenen Drachenarten zu erstellen, den allen wirklich was Besonderes auch nochmal zu geben. Finde ich tatsächlich gar nicht schlimm. Gibt viele positive, aber auch einige negative Stimmen über dieses Spiel. Deswegen dachte ich, heiß drauf, wir testen sie jetzt einfach mal aus. Mal gucken, was ich dazu sage. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mir großen Spaß machen wird, das Spiel. Passt auch gut auf den Kanal, also warum nicht? Einfach mal testen, dem Spiel eine Chance geben. Und wir brauchen eher ein neues Let's Play, also her damit. So, wir spielen. Ich habe schon Einstellungen, habe ich schon getätigt. Musik ein bisschen leiser. Streamer-Modus ist gerade aus, weil sonst habe ich überhaupt keine Musik im Hintergrund. Ich hoffe jetzt gerade, aber gut. Ich verdiene ja kein Geld mit YouTube, deswegen ist es eigentlich, ja. Gut, nicht so wichtig, sag ich mal. Jetzt kam vor kurzem auch erst eine neue Drachenart hinzu zum Spiel. Eine Drachenart kann man nur über ein kaufbares DLC bekommen und damit sind es, glaube ich, 4 Arten. Multiplayer, Serverless, gucken wir mal. Ach, guck mal, sind aber viele Spieler da, muss ich sagen. Verblüffend viele. Gut, hauptsächlich auf den ersten Servern. Hier sehen wir hier Melanism. Okay, was? Hier sind passwortgeschützt auch bei. Die Möglichkeit hat man also auch. New Player Friendly, Free Groans. Okay, No Kill, was? PvE. PvE? Also die offiziellen Server sind auf jeden Fall sehr voll, finde ich gut. Ich möchte aber gerade mal hier tatsächlich gucken, in diesem PvE-Server. Ah, das Bild, ne? Dieser wunderschöne Drache. Ich finde die Drachen sehr schön, ich mag die Interaktion. Ich habe ein bisschen schon gesehen, also nicht viel. Bin so sehr gespannt. Scaleworks, okay. Flamestalker, das ist die neue. Also die sind noch gesperrt hier, diese Flammenwesen hier. Magma ist bis jetzt der einzige. Flamestalker haben wir hier. Shadowscale. Ach so, das sind hier... Was ist das denn? Seht ihr den hier, wie hübsch der ist? Oder hier? Boah. Der wird im DLC sein. Ist das ein Schatten? Mit Schatten wohl eher, ne? Ist der schön. Oh mein Gott. Also es kommen ganz, ganz unterschiedliche Drachen noch raus. Der hier erinnert mich voll an Parasaurolophus. Acid Spitter, genau der ist. Der ist nämlich, der ist giftig. Flamestalker. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mir ihn nicht hier so im Ganzen angucken kann. Male, Female oder Random. Iconic, okay. Ich hätte gerne noch nur eine Vorschau. Random. Inferno Voyager. Okay, den kenne ich auch noch überhaupt nicht. Ey, ist so ein bisschen ohne Zahn. Shadow Scale. Und der Acid Spitter hat, glaube ich, keine Flügel. Aber ich möchte gerne hier den Flamestalker probieren, weil er... Boah, was freue ich mich auf diese Drachen. Der hier ist auch interessant. Der hier, der Eis,
Er wird mega hier, der sieht richtig böse aus. Und der Kleine hier, oh, der hier war toll. Toll. Also die gefallen mir alle sehr gut. Ich bin ja auch so ein kleiner Drachenfan. Wir starten jetzt aber einfach mal mit dem Flamestalker. Machen das Geschlecht random und Skin auch random, weil ich damit sowieso nichts anfangen kann. Hier, Family Dragon. Element ist Feuer natürlich, Carnivore. Thermal Sense heißt, er kann so ein bisschen die Temperatur oder so. Alpha, yes, keine Ahnung. Wächst langsam. Er ist eher aggressiv. Okay. Das finde ich interessant, dass das hier mit so beisteht. Klimazone ist auch hot. Hier sehen wir ihn im Hintergrund. Jetzt sehe ich das erst. Wie wunderschön. Boah, Alter. Special Inferno. Okay. Illusiv, was ist illusiv? Carnivore, Shadow Cloak. Opportunist, okay. Er ist ein giftiger Drache. Der ist natürlich interessant, weil er hier sozusagen gemäßigtes Klima mag. Aber ich möchte trotzdem den Flamestalker, weil er mir optisch gerade sehr, sehr gut gefällt. Ihn mag ich auch, weil er echt so ohne Zahn ist, aber das ist jetzt egal. So, Flamestalker in Random Gender, Random Skin. Ich bin gespannt. Iconic, Iconic Dark, Random. Ich mit dem Dunklen. Ich probiere es mit dem Dunklen. Komm, ich will den dunklen Drachen jetzt haben hier. Oh, hier. Oh mein Gottes Willen. Wie süß. Der wird winzig. Oh, er ist süß. Vor allem die Grafik. Also die sind wunderschön, ne? Ich bin so gespannt gerade auf die Steuerung und überhaupt, wie friedlich das hier zugeht. Das E to Hatch. Wir schlüpfen. Ist hier jemand? Was mit meinen Augen? Bin ein kleines Baby. Ich bin ein kleines Baby. Oh mein Gott. Ja, wie schalte ich denn den Chat aus? Ich würde gerne den Chat ausblenden. Irgendwie. Settings. Input. Keybind. Hier, Run haben wir schon rausgefunden. Fly tun wir mit F. Achso, das ist Interact Scanned mit F, okay, das ist wichtig. Special mit Q, ja. Night Vision haben wir auch. Stalk. Cool. Turn in Place haben wir auch. Cool. Bild. Swim. Toggle Chat. Müsste sein, oder? Chat next. Chat. Okay. I kommen wir ins Dings. Ja, okay. Ich bin so klein. Ah, niedlich. Miep, 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 miep. Oh, nein. Not old enough to do this, okay.
Wir brauchen noch was zu essen. Und trinken vermutlich. Wo ist denn eigentlich unsere Breeding? Okay. Aber da fliegen welche. Wie sehe ich denn meinen Hunger und so? So schnappig. Oh, hier kommt einer. Tu mir bitte nicht. Was war das? Auch essen. Dort ist Eis offenbar. Oh Gott. Da brüllt jemand. Da ist ein Felsen. Boah, da kann man wohnen. Lebt dort vielleicht schon jemand? Hallo? Mal das Schleichen. Okay, gut, man darf nicht unbedingt auf so Feinheiten achten, wie zum Beispiel, wie sich gerade die Blätter bewegt haben. Aber das hier sah gerade schon richtig gut aus. Oh Gott, die landen hier. Die leben hier. Ich weiß nicht, ob ich den trauen kann. Möchte hier jetzt auch nicht fliegen, wenn die hier in der Nähe sind. Laufe ein Stückchen weg. Brauche Essen. Also gehe ich zumindest mal von aus. Ich weiß auch nicht ganz, wo ich das finde. Kämpfen da Drachen oder was ist das? Vor allem dieses Zielen, was ich da hatte mit rechter Maustaste, das war doch zum Flammenspucken oder so. Toll. Glaube, die tun mir nichts, weil gesehen haben die mich ja schon. Trotzdem möchte ich denen nicht ins Gehege kommen. Trotzdem würde ich schon gerne einen großen sehen. Das ist eine andere Art, glaube ich. Aber vielleicht wird die Schwanzspitze mitten wachsen so. Und mit dem Schlüpfen, das war auf jeden Fall schon sehr, sehr süß gemacht. Sehr süß gemacht. OMG. Ich wittere.
Was ist da rot? Beute? Da geht es zum Wasser. Wie fliege ich nochmal? Input. Mit F angeblich, aber er fliegt mit F. Er wittert mit F. Ach so, weil es doppelt belegt ist. Aha. Special werde ich nicht ganz so oft brauchen. Also wo ist Special? Special Attack. Hier, none. Ist jetzt nicht belegt. Machen wir mal auf die 0. Einfach. Wie fliege ich? Ich weiß nicht, wie ich fliege. Boah, was ist da los? Da liegen ganz viele Drachen. Kann ich vielleicht noch gar nicht fliegen? Boah, da ist ein Weißer. Die haben Beute. Die haben Essen. Ich muss hier hungern. Alter, wie viele? Liegen alle dahin. Ach, da unten ist meine Wachstumsleiste, glaube ich. Aber wie fliege ich? Finden wir hoffentlich noch raus. Da, er hat Durst. Ach so, wird mir das dann angezeigt. Okay, das ist cool. Gespeichert hat er das aber, ne? Ja, Vielleicht kann ich auch noch nicht fliegen, weil ich zu winzig bin. Oh Gott. Mach das nicht. Hat Beute. Glaube ich. Wie fliege ich? Was zum Teufel? Hier ist eine kleine Wasserpfütze. Okay, auch da muss natürlich noch ein bisschen was getan werden, aber ja,
ganz ehrlich, das, worauf es ankommt, und das sind ja im Grunde die Drachen, sehen erstmal richtig gut aus. Da kann ich mich gerade wirklich nicht beschweren. Wo gibt es denn jetzt Futter? Und wie zur Hölle? Vielleicht kann ich auch wirklich noch nicht fliegen. Ich habe ja nur jetzt diese eine Möglichkeit mit dieser Taste. Ich aussehe einfach. So niedlich. In der Richtung riecht der Beute. Gucken wir doch mal. Sind wir eigentlich männlich oder weiblich? Female! Ja gut, als Hatchling kann sein, dass ich noch nicht fliegen kann. Ist das da irgendwas? Es lebt noch. Aha. Den können wir essen, aber es hat mich gebissen. Können wir Futter mitnehmen? Bestimmt. Sieht nicht so aus. Rest ist mit R. Euch blute. Und Hunger und Durst habe ich auch schon wieder. So, das Ding ist fort, okay. Nochmal trinken. Zum Teufel. Hey, was ist das jetzt plötzlich? Vielleicht muss ich mich hinlegen, wenn ich verletzt bin, um zu heilen. Ja, da am Bein. Aua. Am Flügel. Vor allem sah das Ding auch giftig aus, nicht, dass es mich vergiftet hat. Das wäre nicht so nett. Da.
Ne, da passiert nichts anderes. Er setzt sich nur hin. Ich glaube, ich bin geheilt. Hey, der hat schon wieder Hunger. Was ist das Pinke? Was ist das Pinke? Achso, ich drücke gerade die falsche Taste. Hier, das Pinke ist noch da. Das war schon wieder so ein Ding. Cool, dass das Ding auch auf mich reagiert. Ich gucke mal, ob ich noch was anderes zu essen finde, vielleicht sogar. Das ist das. Um Gottes Willen! Alter, hat er mich jetzt erschrocken. Hier ist grün. Ach, sind das andere Drachenarten? Könnte natürlich sein. Ist der hat mich erwischt. Hinten. Boah. Oh, nom 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Lecker Schmecker. Okay, also wir müssen sehr viel fressen. Aber ich bin auch noch ein Baby und muss noch wachsen. Und fliegen lernen. Bin so süß. Na, wirklich niedlich. Voll süß. Also mir gefällt das wirklich schon. So der erste Eindruck stimmt auf jeden Fall. Ah, ich hab Durst. Okay, ich rieche irgendwie alles nur in der Richtung, alles nur hinter mir. Hier wird alles ein bisschen waldiger, da hinten felsiger. Hunger hat er auch wieder. Hier rieche ich was Pinkes. Thank you.
Gut. Ja. Der hat mich diesmal nicht erwischt. Die alte Krabbe. Aber wir brauchen Wasser. Und wieder. Ich hoffe ja, dass sich das noch ein bisschen ändert, weil das finde ich ein bisschen oft mit dem Futter und Hunger. Futter und Wasserbedürfnis, Trinkbedürfnis halt. Was kann sein, dass es ist, weil ich halt wirklich noch ein Baby bin. Okay, hier rieche ich überhaupt nichts in der Richtung. Hier scheint alles sehr karg zu sein. Okay, wieso witter ich denn hier nichts? Jetzt sollte ich mich am Anfang gar nicht so weit von diesem Ort, wo ich geschlüpft bin, entfernen. Ich weiß es nicht. So süß. Kleines Kerlchen. Okay. Aber leider, da es schon echt relativ spät ist, beziehungsweise ich ja erst relativ spät angefangen habe mit Aufnehmen, würde ich fast sagen, not enough stamina zum Wittern? Die Glotzaugen. Mäh. War das? Da hinten in der Ferne ist dieser Felsen. Müsste der sein, wo diese ganzen Drachen lagen. Okay, aber um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, was ich gerade wollte, da ich ja relativ spät erst angefangen habe mit Aufnehmen und ich theoretisch noch eine Folge Hausflipper aufnehmen muss, und möchte, würde ich fast leider sagen, das war's mit dem ersten kleinen Test hier von Day of Dragons. Ich freue mich wirklich schon auf die nächste Runde. Aha. Da wäre auch wieder was Pinkes. Aber ich gehe jetzt einmal zum Wasser. Bin sicher, da in der Nähe wird dann auch wieder Futter sein. Ich will gar nicht aufhören, weil ich fliegen will. Ich kann es nicht. Da ruft jemand. Oh, schön. Ja, schönes kleines Spiel auf jeden Fall. Also, da kann richtig was Tolles raus entstehen. Das kann richtig toll werden. Richtig toll. Nee, da bin ich wirklich gespannt.
Kann ich nicht anders sagen, was die Entwickler dann noch so raus machen. Ich werde es auf jeden Fall behalten, weil ich muss sagen, es macht mir Spaß. Und ich denke, man ist auch erstmal gut beschäftigt, alle Drachen dann einmal großzuziehen und die einfach ein bisschen kennenzulernen, gucken. Der Weiße. Sollte ich mir diesen weißen Drachen angucken gehen? Gibt es da Wasser? Oh, der Weiße fasziniert mich. Die haben Wasser. Weiße Leute. Ein großer See. Da ist so ein kleiner Giftiger. Kommt hierher? Nee, doch nicht. Ist das nicht ein tolles Bild? Der Weiße, oh mein Gott. Wow. Der hat da gerade Futter abgerissen, glaube ich. Oh, abgerissen. Da oben auf dem Felsen ist eine. Oh, er hat viel Durst. Viel, viel Durst. Und Hunger. Wollte ich nicht aufhören? Hier keine Reaktion. Alter! Der Weiße! Ich traue mich nicht dahin zu gehen. Die fressen mich auf. So wie der Große da, der da gerade lang spaziert ist, müssten wir später aussehen. Da ist noch ein Weißer. Aber der ganz hellweiße da. Das war Saphira. Sieht voll so aus. Der Weiße. Wie bitte? Was war das? Bin ich sicher, ob das gerade an mich gerichtet war, aber ich ziehe lieber weiter.
Die brauchen nämlich auch irgendwann neues Futter und dann möchte ich die nicht im Wege stehen. Ich wachse auch, ne? Also ich komme mir schon ein bisschen größer vor. Jeden Fall brauche ich ein Zuhause. Dort fliegt ein weißer Drache. Oh mein Gott. Wunderschön. Mehrere. Dort ist Futter. Wo denn? Ah, da. Hat er mich doch erwischt. Gut, ne? Ja. Jetzt fliegen die ja alle rum. Ich habe immer noch Hunger. Der hat nicht gereicht. Das Ding. Okay. Ich möchte gerne noch ans Wasser gehen. Da legen wir uns dann hin und dann ist erstmal Schluss. Sobald ich das Wasser gefunden habe. So, aber er zeigt jetzt wieder nur den einen. Ja. Die kleine Pfütze, von der ich getrunken habe, muss doch auch irgendwo sein. Und wie ich wachse. Sieht ja auch mit den Bewegungen, von der Bewegung her schon anders aus, ne? Not enough stamina, okay. So haben wir sogar einen stetigen Wachstum, was natürlich noch ein bisschen besser ist. So süß. Oh. Diese Glotzaugen. Ein Traum.
Ja, da ist das was, aber irgendwo war doch auch noch ein anderes. Naja, nicht so schlimm. Zum Trinken gehe ich da jetzt noch einmal hin zurück und dann machen wir erst aus. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ob er das Spiel interessant findet. Also ich finde es bis jetzt echt schon ziemlich cool. Da traue ich mich jetzt nicht hin, da sind zu viele. Die sind zu weit verteilt. Boah, der Große da. OMG. Trau mich nicht. Nein, es ist nicht an mich gerichtet, zum Glück. Trotzdem könnte es sein, dass ich gleich sterbe. Aber ich muss trinken. Du Scheiße, der ist tot. Okay. Geräusche. Ich sehe auch wieder das ganze Wasser, ne? Hier ist mit Nacht. Die tun mir aber nichts. Also zumindest nicht, wenn ich mich respektvoll verhalte. Wenn ich Abstand halte. Und so sehen wir mal irgendwann mal aus. Hallo. Die sind auch schön, diese Giftdinger. Die erinnern mich an Final Fantasy VII, Red.
Geräusche sind der Knüller. Aber ich sollte tatsächlich jetzt erstmal ausmachen. Oh, ich bekomme Schaden, weil ich nichts esse. Ja, es wird relativ anspruchsvoll, sogar so einen Drachen groß zu ziehen, glaube ich. Weil der halt echt viel essen muss. Ich hoffe wirklich, dass sie das noch ein bisschen ändert, zumindest. Ach, hier ist das Wasser. Meine Fetzer. Sollte ich einen Fliegenpilz essen? Nein. Bin ich vergiftet. Also es gibt essbare Pflanzen, aber keine Drachen, die es fressen können. Oder muss der Giftdrache vielleicht Gift aufnehmen? Das wäre interessant. Ich bin krank. Ach, jetzt kann ich mich hinlegen. Idiot, fressen Fliegenpilz. Ich schlafe. Aber was haben sie mir auch geraten? Wenn ich vergiftet bin, soll ich mich hinlegen und pennen. Ich so dumm bin und einen Fliegenpilz fresse. Diese Markierungen an den Flügeln sind total hübsch. Aha, das Gift breitet sich nicht weiter aus. Perfekt. Geschafft. Dann brauchen wir als nächstes nur noch Futter. Naja, das machen wir aber tatsächlich erst beim nächsten Mal. So diesmal wirklich, ich mach gleich nämlich aus. Jetzt hier noch so ein bisschen. So. Gut. Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Mir hat das echt Bock gemacht. Ich will gar nicht aufhören. Und ja, dann sehen wir uns einfach mal beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Runde. Ich hoffe, dass das schon morgen soweit sein wird. Dann, ich denke, so viel habe ich morgen nicht zu tun. Da bin ich wieder einigermaßen früh zu Hause und kann dann noch eine Folge aufnehmen. Macht's gut, ihr Lieben. Danke, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.